schwierige Auswärtspartie in Leverkusen. Zwei unglückliche Gegentore auf der anderen Seite. Lenz, Einwurf und Andersson mit dem Kopfball. Dikewitz, der alles, was da auf seinen Kasten kam, am Ende parieren konnte. Der Einsatz stimmte, die Leidenschaft stimmte. Und in der 85. Minute gab es dann auch noch mal einen Freistoß, der zumindest so in Richtung Tor ging. Kopf hoch, Männer, Kopf hoch, Urs Fischer. Weiter geht's in der nächsten Woche mit einem Heimspiel. Also der Auftritt war alles andere als schwach.